So, jetzt startet hier das 7 Minuten Kids Race. Aber jetzt erstmal eine Runde fahren. Erste Runde einrollen. So, die fahren alle mit 1-8er-Backen. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Erste Runde einrollen. So, die fahren alle mit 1-8er-Buggys. Fahren jetzt erstmal eine Runde. Und dann geht es in die Starterstellung. Oh, Kids Race hier. Ja. Stopp! Patrick von vorne durch 6. Ebenso Hanni. Ah, Hanni hat den Fehler gemacht. Hanni, da bitte bleibt wieder drin. Kommt direkt dran an der Hanni. Und Patrick kann sich vorne absetzen. Hanni, bleibt nochmal eigentlich der Matte. Dadurch kommt jetzt vor auf den zweiten Platz. Patrick kommt, das Beste hatten wir auch nochmal. Die beiden sind nicht verbessert. Alter, schade. Miano, jetzt vorgefahren auf den dritten Platz. Miano auf Platz 3 vorgefahren. So, von 1 gestartet und weiter auf 1. Sehr souverän hier jetzt erstmal auf dem ersten Platz. Patrick und dahinter Tom auf dem zweiten Platz. 6,5 Sekunden. Kommt dahinter. 6,5 Sekunden zwischen Patrick und Tom. Halber Potzen gebraucht. So, Hanni hat sich jetzt hier vorbeigekämpft. Ist jetzt wieder auf 2. Und 4,5 Minuten sind es noch zu fahren. Noch 1 Minute 40 zu fahren. Oh, 1 Minute Hanni 40 noch zwei zu fahren. Und dahinter der Tom. Kampf um Platz 2. Schön hinten die Steilkurve, hat sie gut getroffen. Auf den Hebel hoch. Runter. Jetzt wird kein Nein! Und jetzt die zweitplatzierte Hanni dreht sich direkt vor der Zeitschleife. Dadurch Tom wieder vorbei auf den zweiten Platz. Spuden. Also die beiden Schenkel sind jetzt Tom und Hanni hier weiterhin am Spiken. 48,2, neue persönlich Beste auch für Leano. Neue schnellste Rennrunde von Patrick, 39,3. Das heißt, jetzt hätte der sehr gut bei den Großen mitfahren könnte. Da kommt Hanni immer noch. Kann sie rankommen? Und noch 40 Sekunden zu Überzeit. Hanni hängt da jetzt noch mal in der Bank, aber die beiden trennen immer noch 2-3 Sekunden maximal. Also kommt weiter auf Platz 2, fährt jetzt über den großen Sprung. Hanni dahinter, wie gesagt, weiß-orange Karo hinterher, springt ein bisschen knapp, aber findet noch die Kurve. Also, Tom jetzt über Start 4. Hanni dahinter. 1,9 Sekunden. 1,9 Sekunden zwischen Platz 2 und Platz 3 und noch 15 Sekunden zu fahren. Und dort die 2. Und Hanni, dein Hänger. Die 2 kämpfen jetzt um Platz 2. Bitte alle Fahrer, die in der Box stehen, eine Maske aufziehen. Maske, die Mund und Nase bedeckt. So, die Überzeit hat begonnen. Das heißt, jetzt die Runde noch zu Ende fahren. Tom weiterhin auf dem zweiten Platz vorne liegend. So, das ist Tom, der Führende, kommt dahinter. Wenn er jetzt keinen Fehler mehr macht. Hin zum großen Sprung. Und noch einmal vorbei, noch eine Kurve von seinem zweiten Platz entfernt. Und fährt ihn nach Hause. Patrick, der hat in Führung liegen. Hanni. Fährt seine Siegesrunde. Hanni auf den dritten Platz, auch aufs Podium hier gefahren. Und Patrick auf Platz 1. Damit ist das Hitzfeld-Finale beendet, besiegelt und gewonnen hat Patrick auf der 1 vor Tom auf dem zweiten Platz, dahinter Hanni nur 6 Sekunden, dahinter auf Platz 3 und Leano auf 4, Leo leider auf dem 5.